Willkommen, meine Damen und Herren, beim öffentlich-rechtlichen Kulturauftrag. Heute in den charmanteren Ausprägungen des Sachbuchgenres. Mein Freund Helmut Gansterer, über viele Jahre als Trendherausgeber im mir rätselhaften Wirtschaftsgenre federführend, ist außerdem einer der feinsten Stilisten und praktizierender Hedonist. Das bedeutet, dass er sich das Leben nicht von verlogenen Korrektheitsnormen vermiesen lässt. Sein Buch »Darf man sich's urgut gehen lassen, wo es doch allen so schlecht geht?« beantwortet die Frage mit einem fröhlichen »Ja«. Wenn die Schauspielerin Lotte Tobisch, eine der letzten Erscheinungen der hiesigen Gesellschaft, über ihr Leben schreibt, hat das mehr Kultur als mancher Theaterspielplan. Und Georg Markus' Werk »Es war ganz anders« erstaunt etwa durch die Enthüllung, dass Kronprinz Rudolf einen von drei Gerichten bestätigten Sohn hatte. Aber zu Beginn Neues aus der Welt der Literatur. Auch Paul Auster wird älter. Paul Auster hat ein durch und durch menschliches Problem. Die Zeit. Sie verrinnt erbarmungslos. Und man kann sich, zumal als Schriftsteller, nie sicher sein, dass man alles wird sagen können, was zu sagen ist, bevor man unweigerlich verstummt. Wer es noch nicht wusste, Paul Auster wird alt. Sein Rücken, seine Augen, der nächtliche Husten. Im Winter seines Lebens hat der amerikanische Schriftsteller seinem Alterungsprozess jetzt ein ganzes Buch gewidmet. Winterjournal ist eine Art Körperbiografie. Und trotz des Themas schafft es der Autor, dass sie jung und fröhlich wirkt. Das kann eben nur der im Herzen jung gebliebene Paul Auster. Mankells Kampf gegen den Krebs. Der schwedische Bestsellerautor Henning Mankell hat nach seiner Krebsdiagnose einen 10 Tage langen Abstieg in die Hölle erlebt. Er erinnere sich an die Zeit nur wie an einen Nebel, schrieb er in der Zeitung Göteborgs Posten. Dann habe er angefangen, aus seinem Loch zu klettern. Krebs habe viel mit Warten zu tun, erklärte der Autor der berühmten Romane um Kommissar Wallander. Er hat sich sehr früh entschieden, über seine Krankheit zu schreiben, weil es für ihn um den Schmerz und das Leiden geht, das so viele andere Menschen auch betrifft. Ein Kampf, den viele kämpfen müssen. Alles Gute. Trauriges 25-jähriges Jubiläum. Vor 25 Jahren erließ Ayatollah Khomeini die Fatwa gegen Salman Rushdie und verdammte dessen Roman Die satanischen Verse. Der Autor lebt noch, zwei seiner Übersetzer sind tot. Mittlerweile lebt Rushdie in New York in einem Apartment nahe dem Union Square in Manhattan. Nachdem er jahrelang nur unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auftrat, hat er nun eine Gastprofessur an der Uni von Atlanta, kündigt seine Auftritte auf seiner Homepage an und versucht, ein Leben zu führen, das selbstbestimmt ist. 2012 erhöhte eine iranische Stiftung einmal mehr das Kopfgeld für die Tötung des britischen Autors auf inzwischen 2,56 Millionen Euro. Wiener Lesefest. Von 20. bis 26. März findet zum 36. Mal das Wiener Kinderlesefestival Literatur für junge Leserinnen im Palais Auersberg statt. In zahlreichen Lesungen, Workshops, Bilderbuchfilmen, Theater- und Musikaufführungen können Kinder zwischen 3 und 14 Jahren Literatur erleben. Programm-Highlight ist ein Mitmachkonzert der Strottern. Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler wie Christina Nöstlinger, Stefan Slupetzky und Heinz Janisch werden ihr aktuelles Schaffen präsentieren. Die Neuerscheinungen, meine Damen und Herren, 4-mal Lesenswertes und 1-mal Spezielles für radikale Zyniker. Hab und Gier, Ingrid Noll, erschienen bei Diogenes, zu haben um 22,60 Euro. Soll Bibliothekarin Carla ihre Ruhebezüge aufbessern, indem sie dem Kollegen Wolfram über den Jordan hilft? Ingrid Nolls Kleinstadt-Thriller werden immer sarkastischer und abgründiger. Hier ist beinahe Agatha Christie-Format zu diagnostizieren. Heilige Mörderin, Kaigo Higashino, erschienen bei Klett-Cotta, zu haben um 20,60 Euro.
Japanische Kommissare sind selten. Jetzt gibt es einen. Er heißt Kusanagi. Und dass man ihm so spät begegnete, ist definitiv ein Versäumnis. Die höfliche Ehehölle der Patchwork-Künstlerin Ayane und des Anwalts Yoshitaka ist ein Ort, den man als Leser keinesfalls unbesucht lassen sollte. Schwarze Flieder. Reinhard Kaiser Mühlecker. Erschienen bei Hoffmann und Campe. Zu haben um 20,60 Euro. Teil 2 des großartigen Familienepos führt bis in die Gegenwart der Goldbergers. Deren Letzter bereitet in Wien eine Beamtenkarriere vor, als sich seine Freundin kurz vor der Hochzeit das Leben nimmt. Der Versuch, die aussterbende Familie in eine nächste Generation zu bringen, scheitert. Große österreichische Erzählkunst. Die Seltsamen. Stefan Bachmann. Erschienen bei Diogenes. Zu haben um 17,40 Euro. Bachmann, Sohn eines Schweizer Vaters und einer amerikanischen Mutter, schrieb einen zu Recht bewunderten Fantasy-Roman aus dem London des 19. Jahrhunderts. Die hier erschaffenen Feenwesen sind genreatypisch, nicht aus Plastik mit Echthaar, sondern fulminante Kreaturen eines Sprachkünstlers. Nicht nur für Jugendliche. Verwechseljahre. Hera Lind. Erschienen bei Diana. Zu haben um 20,60 Euro. Hera Lind ist die Doyenne gackernder literarischer Betulichkeit, die Urpflanzmutter einer Population an Nacheiferinnen, die schon in großer Zahl unter meinem Tischbein kampieren. Hier ist das Original, so unverwechselbar in seiner konturlosen Vorhersehbarkeit, dass es einem schon wieder Wonneschauer über den Rücken jagt. So, die Mutter einer unermesslichen Tischbeinpopulation. Meine Damen und Herren, Helmut Gansterers Buch »Darf man sich's Urgut gehen lassen, wo es doch allen so schlecht geht?« besteht ausnahmslos aus Fragekapiteln. Es ruft zur Konterrevolution auf. Einerseits gegen die Machtergreifung der Gierschlünde an den Finanzplätzen, andererseits aber auch gegen die ständige Einschränkung der Bürgerrechte durch Korrektheits-Ayatollahs. Er hat auch die Biografie von Erwin Bröll geschrieben, der innerhalb der in wirrer Selbstsuche begriffenen ÖVP eine Art Leuchtturm ist. Helmut, schön, dass du da bist. Servus. Servus, grüß dich. Setz dich bitte dort hinüber. Ich danke dir. Und jetzt sag mir einmal, Rotwein oder Rivella? Bitte das gesündeste Grundnahrungsmittel. Ja, selbstverständlich. Wein, also Rivella. bitte gern und sag einmal, du möchtest rauchen, wie ich mit Freude höre. Ja, also wenn es erlaubt ist. Es ist sogar begünstigt, würde ich sagen, weil diese ganzen Korrektheitsschrecklichkeiten, ich selber bin ja nicht Raucher, aber ich freue mich, ich atme mit Vergnügen ein in diesem Fall. Ja, du bist wunderbar, dann gehörst du zu den wenigen Edelliberalen, so wie auch die Lotte Topisch, die wir, glaube ich, heute sehen. Ja. Aber habe ich was verraten jetzt wahrscheinlich. Ja. Die ist auch so nett, sie raucht zwar selber nicht, sagt aber... Sie sieht gern diese Tabakkultur und hat sie gern um sich und möchte vor allem nicht, dass man so viele Dinge in der heutigen Zeit nicht mehr erlaubt. Ja, dafür darf man in Amerika jetzt gifteln, aber rauchen darf man nicht. Ganz eigenartig, nicht? Komische Zeiten. Sag mal, wie gefällt dir denn dein Porträt eigentlich, das der Oskar da von dir gemacht hat? Also, ich habe ja schon im Gespräch mit dem Oskar Stocker gemerkt, dass er ein liebender und nicht ein Verletzender ist. Ja. Und dieses Porträt zeigt das ja eindeutig. Es erinnert mich an einen großen Satz von Søren Kierkegaard. Wehmütig grüßt der, der ich bin, den, der ich sein könnte. Das bin ich, wie ich sein könnte. Und du musst dich mit dem zufrieden geben, was ich bin. Ich schätze beides. Bitte heiz dir gern ein Zigaretten an, wenn du das wünschst oder später. Sag einmal, lasstest du dir nun eigentlich Urgut gehen? Und was ist es und wie macht man's? Also ich lasse es mir tatsächlich urgut gehen, wobei für manche meiner Freunde seltsam war, dass ich dieses Wort urgut verwendet habe. Das kommt ja eindeutig aus dem Sprachschatz der modernen Jugend. Und ich bin aber dahinter gekommen, dass es eine eigene Qualität hat, die in tiefere Gründe und Substanzen greift und daher eigentlich nicht ein hässliches Wort ist, sondern ein schönes, das mehr anzeigt.
Und Urgut in dem Sinn lasse ich es mir gehen, nach meinen Maßstäben, wohlgemerkt. Weil es mag ja im ersten Moment, mag es ja unsympathisch, beinahe hoffärtig wirken, wenn jemand sagt, ich lasse mir das Urgut gehen. Ich möchte es mir so gehen lassen und dieses Ziel verfolgen, dass ich urzufrieden bin. Mhm. Und ein sehr schöner Lehrer waren einige alte Aristokraten, die mir beigebracht haben, dass das Gut gehen lassen sehr viel mit Qualität zu tun hat, aber nicht mit Menge. Das ist ein Punkt. Und der zweite, den habe ich dem Bernhard Ludwig zu verdanken, unserem sehr lieben und lustigen Seminarkabarettisten, der auch ein sehr gescheiter Mann ist. Der hat ja in Bezug auf die, in seiner Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit, hat er gesagt, das Geheimrezept ist immer wenig erwarten, sodass das, was man kriegt, einfach unglaublich toll aussieht. Mhm. Es ist trotzdem wichtig, dass man kein schlechtes Gewissen hat, wenn es einem gut geht in einer Zeit, wo es tatsächlich mehr Leuten schlecht geht, als man es gerne sehen würde. Mhm. Aber wir haben alle miteinander nichts davon, wenn wir jetzt nur als Jammerer und Trauergestalten durch die Welt gehen und zu den von mir sogenannten Betroffenheitsdarstellern zählen. Wir Menschen sind nicht geartet, dass wir jeden Tag und in jeder Sekunde an den Tsunami denken können, an den Hunger in der Welt und an die Ende, denen es schlecht geht, weil wir das nicht überleben könnten. Mhm. Und das wäre auch für unsere Umwelt nicht gut. Es ist besser, wir gehen als die heiteren, zuversichtlichen durch die Welt und geben ein Gefühl, diese heutige schattige Zeit wird sich schon wieder aufhellen. Und außerdem zahlen wir dann halt ein bisschen mehr als die anderen oder ein bisschen viel mehr als die anderen in die Solidaritätsfonds ein. Woher nehmen denn die anderen die Heiterkeit und die Zuversicht, die nicht mehr wissen, wo es aus- und eingeht? Das ist die Frage natürlich. Ja, weil ich glaube, dass jeder Mensch doch in seinem eigenen Universum lebt. Und wenn ein Thoreau konnte sogar aktiv anstreben, diese Rolle allein in einem Wald, in einer Hütte zu leben. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass es uns gegeben ist, wie auch viele Biografien zeigen, dass wir uns sehr gut anpassen können an Situationen. Interessant ist diese Geschichte. Ich meine, mit deinem Appell gegen das Binnen-I sprichst du mir ja aus dem Herzen. Das ist ja eines der schlimmsten perversen Folterinstrumente. Dann sagst du aber bitte, aus Angst vor Emanzen hast du es selber einmal verwendet. Man zuckt förmlich zusammen bei dem Wort. Und dann kommt da eine ganz eigenartige Stelle. Wenn eine Dame einen Herrn kennenlernt und sie hört ihm wirklich aufmerksam zu, dann vor allem deshalb, um seine Vermögensverhältnisse so ungefähr zu taxieren. Kann es sein, dass du ein Macho bist? Also erstens mal kann es sein, dass ich übermütig bin. Ja. Schon im normalen Leben und noch übermütiger, wenn ich der Schreibende bin. Mhm. Und das mit dem Macho, da würden wahrscheinlich sehr viele Kollegen, Kolleginnen auch zustimmen. Immerhin habe ich die Ehre, dass ich zweimal die Macho-Zitrone von den Standard-Kolleginnen erhalten habe. Hast du dich gefreut darüber? Eigentlich habe ich mich gefreut, weil ich monatelang nachher von meinen Freunden in den Wirtshäusern und Bars freigehalten worden bin als Mörderer meines Geschlechts. Wobei ich aber glaube, dass es in beiden Fällen ein Justiziertum war. Mhm. Denn in einem Fall habe ich den, glaube ich, sehr geschmackvollen Vorschlag gemacht, man möge die Frauenbewegung in unsere Hände legen, damit endlich was weitergeht. Mhm. Ja, das ist ja ein nettes Angebot zur Hilfe. Ja. Und das Zweite ist schon ein bisschen problematischer. Da schrieb ich im Trend, also das erste war im Profil, das andere war im Trend, habe ich geschrieben, Frauennetzwerke können nicht funktionieren, weil sie sofort reißen, sobald der erste interessante Mann bei der Tür hereinkommt. Darf ich höflich fragen, ob das nicht bei Männernetzwerken ziemlich ähnlich ist? Ich glaube, ich kenne in meinem Bekanntenkreis eigentlich keine Männerfreundschaft, die wirklich durch Frauen
zerstört worden. Da darf ich dir sagen, zum Beispiel bekanntermaßen, die Freimaurer nehmen deshalb keine Frauen auf, weil sie Angst haben, dass, wenn die erste schöne Frau in sich in die Loge hineinbegäbe, dort die Hölle losbreche in Kenntnis der menschlichen, der männlichen Psyche. Also ich würde sagen, trotz deines wirklich wunderbaren Buches über die Kunst der Freimaurer, ja, ist er nicht ausgeschlossen, dass sie in manchen Punkten auch Unrecht hat. Sag einmal, dein Buch über den Pröll, das ist eine, ja, faszinierende Person. Der einzige Kulturpolitiker in Österreich, wo es herrlichst, ja, funktioniert, da drüben, was da ausgeschüttet wird. Es wird einfach Geld hergegeben und er mischt, ja, sich auch, ja, nicht ein. Auf der anderen Seite herrschen dort ja durchaus grenzfeudale Verhältnisse. Hat es miteinander zu tun? Was ist mit dem Mann? Ich finde den großartig zum Teil. Also mein wichtigster Grund ist der gleiche wie bei dir. Also da denken, mhm, wir schon, also vollkommen kongruent. Es ist noch nie einem Politiker in einem flachen, reinen Bauernland gelungen, so viel moderne Kunst zu pflanzen und zu installieren, was ja politisch unglaublich waghalsig ist und was für den Populisten natürlich auch weidlich ausgenützt wurde, um an seinem Thron zu rütteln. Und was das Zweite betrifft, feudalistisch, es muss ja was dahinter sein, wenn ein Mann als einziger übrigens 5 Absolute schafft. Mhm. Das heißt ja, dass seine Bürger, denen er dient, dass die zufrieden sind mit ihm. Und nachdem ich selber ein Niederösterreicher bin, glaube ich, und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, glaube ich auch zu verstehen, was da passiert. Wir mögen nämlich Leute, die eine gesunde Autorität haben, die wissen, was sie wollen und die nicht missbräuchlich da an die direkte Demokratie bemühen, genau, und die Leute fragen, wie ich einmal dem Pröll im Scherz gesagt habe, die noch weniger Ahnung haben als du. Ja? Sondern die erwarten ja vom Führenden, dass er gescheiter ist oder dass er Leute hat, die gescheiter sind und dass er einen besseren Überblick hat. Und der fragt nicht, sondern er tut's. Und das Dritte, was die Niederösterreicher, glaube ich, mittlerweile wissen und spüren, er ist ein ziemlich großartiger Manager, insofern, als er sehr viel Zeit gibt seinen Mitarbeitern, um die Entscheidung vorzubereiten und dann aber grausam effektiv und blitzartig in der Umsetzung ist. Wie gibt's das, dass seiner Partei so schrecklich schlecht geht? Naja, weil sie sich vielleicht ein bisschen zu wenig abschauen von ihm, würde ich jetzt als Niederösterreicher sagen. Und jetzt freuen wir uns auf die Frau Dobisch. Bleibt da, red mit, ja? Bitte, danke. Meine Damen und Herren, langweilig wäre ja nie gewesen, versichert Lotte Dobisch in ihren Memoiren, die gleichfalls nie langweilig sind. Vom Opernball, den sie geleitet hat, sollte man ihr besser gar nicht kommen. Wir tun es trotzdem ein bisschen. Dafür kann man mit ihr über ihren Herzensfreund, den Philosophen Adorno, sprechen, was man mit Richard Lugner definitiv nicht kann. Ein Verhör zu Beginn. Im literarischen Verhör, Lotte Dobisch. Frau Dobisch, sind Sie ein Organisationsgenie? Na, mit dem Wort Genie wäre ich vorsichtig, aber ich würde sagen, ein Organisationstalent, glaube ich schon, ja. Wie halten Sie diese sensationelle Figur? Indem ich gar nicht darüber nachdenke. Ich meine, ich esse ganz normal und ja, ich weiß es nicht. Ich tue eigentlich gar nichts, nicht? Ich überfress mich halt nicht, wie die meisten Leute, nicht? Warum gehen Sie nicht in die Politik? Ja, also früher kam das für mich nicht in Frage, aber ich kann Ihnen verraten, was ich leider nicht glaube, aber sollte ich doch wirklich noch einmal auf die Welt kommen, meiner Seele, ich ging in die Politik. Ja, ja, jetzt fängt es mich an auf meine alten Tage. In den letzten 20 Jahren fängt mich Politik an, sehr, sehr zu interessieren. Gibt es ein Lebensmotto, das Sie gerne jungen Frauen mitgeben würden? Sich selber soll man nicht ganz ernst nehmen. Man soll also immer schauen, dass man eine gewisse Distanz zu sich selber hat. Es dreht sich die Welt nicht um einen. Was würden Sie einem Mann nie verzeihen? Schwer, schwer zu sagen. Wenn man einen Mann liebt, wirklich liebt, ach Gott, ja, dann verzeiht man ihm doch eigentlich alles. Gute Mädchen kommen in den Himmel, böse überall hin, heißt ein Buchtitel. Stimmt das denn? Ich weiß nicht, was ist ein böses Mädchen? Ich habe keine Ahnung. Na, komm wahrscheinlich in die Hölle. Ich bin eigentlich wahrscheinlich ein böses Mädchen, ich weiß es nicht. Aber wissen Sie, der liebe Gott wird es schon verzeihen. Dazu ist er schließlich da zum Verzeihen. Ne? Vielen, vielen Dank, Frau Dobisch.
Frau Dobisch, wunderbar, Sie hier zu haben. Was darf denn sein, Rotwein oder Rivella? Mein Lieber, Sie wissen es, Wasser. Wasser, ja. Nur Wasser. Und vor allem, wenn man in Wien ist, da gibt es überhaupt nur Wasser. Das naja, beste Wasser der Welt. Dann verrate ich Ihnen jetzt haben, Sie haben das Wasser ertrotzt. Aber es ist nicht aus Wien, sondern aus dem Burgenland, glaube ich. Das ist Römerquelle. Ist naja, das schlimm? Geht ich das? Ich nehme es gelassen. Ich nehme es gelassen. Nimm. Magst du auch einen Schluck ja, Wasser gerne, vielleicht? Bitte, wenn du noch ein Glas hast. Zumal du ja jetzt rauchst, wie ja, ich mit Freude sehe. Wassertrinker. Ja, 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 ja. Na ja, also eher Wasserprediger, nicht? Nein. Du, der einzige Grund, warum ich meine Freunde immer heimbringe, entkleide und zudecke und allein weiterziehe, ist, dass ich mehr Wasser trinke als sie. Ja, was, mehr Wasser trinkst du? Das ist doch mehr, ungenießbar. Mehr Wasser. Ich verstehe. Ja. Ich bin ein enorm gefragter heurigen Gast, ja, weil ich immer die Psoffenen nach Hause fahre mit Mato. Ja. Sie selber rauchen nicht zufällig. Ich trinke keinen Alkohol. Aber rauchen tun Sie auch nicht eventuell? Nein, das habe ich einmal. Aber wissen Sie, ich bin gegen jede Zwangsbeglückung. Ich habe mal eine ganze Weile geraucht. Ich möchte sagen, leider heute. Aber das geraucht habe ich nur, weil in meiner Schulzeit, da hieß es, eine deutsche Frau, die raucht nicht. Und meine Mutter hat gesagt, ein Mädchen aus gutem Hause, das raucht doch nicht. Ja. Nur was war das Resultat? Dass ich mich mit Gleichgesinnten am Häusl in der Schule gefunden habe und dass wir geraucht haben. Und dann habe ich viele Jahre geraucht, nicht? Mhm. Und also Verbote, na, das bringt nichts. Ich bin ganz dagegen. Sagen Sie, ein Kapitel Ihres Buches trägt den Titel Der leidige Opernball, mit dem ich berühmt geworden bin. Der geht Ihnen sehr auf die Nerven. Bereuen Sie eigentlich, dass Sie ihn jemals übernommen haben, um noch ein bisschen weiter zu greifen? Dass Sie das Burgtheater aufgegeben haben, dass Sie diese Schiene einer allerdings singulären Gesellschaftserscheinung beschritten haben? Lieber Herr Sichrowski, wenn man so wie ich in ein paar Tagen 88 Jahre alt wird, wenn man da anfängt zu bereuen, was man alles falsch gemacht hat, nicht Dankeschön. Nein, also ich beschäftige mich nicht mit dem Bereuen, sondern mit dem heutigen Tag, eventuell mit dem morgigen, beim übermorgigen, überlege mal schon. Und was gewesen ist, ist gewesen. Teilweise war es schön, teilweise war es weniger schön. Und was den Opernball anlangt, ach, das war doch recht lustig. Und ich organisiere gerne, dass ich selber weder Walzer tanze, es wird mir sofort schlecht, noch Alkohol trinke, noch Cocktailpartys liebe. Also, das ist bekannt. Aber deswegen habe ich ihn ja nicht schlecht gemacht. Ne? Vielleicht war es ganz gut, weil wissen Sie, es ist immer ganz gut, man hat eine Distanz. Eine Distanz zu den Dingen, die man tut, aber auch vor allem zu sich selber. Und ich denke, das ist mir gelungen. Und wenn ich sage, der leidige Opernball, so liegt es einfach daran, dass man diese 15 Jahre immerhin, die ich den Opernball gemacht habe, dass man immer so macht, als wären das die einzigen 15 Jahre meines Lebens. 88 bin ich, aber noch anderes auch erlebt, Gott sei Dank. Ne? Na, heute also, würden Sie andererseits große Schnitzler-Damen spielen. Wäre das nicht besser? Ich weiß es nicht. Wissen Sie, meine Liebe zum Theater, meine Leidenschaft fürs Theater, die ist schon längere Zeit nicht mehr gar so groß. Und im Übrigen, ich will das gar nicht erzählen, weil es ein schlechtes Beispiel für junge Leute ist. Bitte geben Sie viele schlechte Beispiele. Ich habe frühzeitig also meine großen Karriereambitionen sehr leicht, wenn Sie wollen, leichtfertig, aber trotzdem richtig eigentlich sein lassen für einen Menschen, den ich geliebt habe. Das war mir wichtiger. Ich gebe es offen zu. Aber das soll man nicht sagen. Man soll den Ehrgeiz der anderen nicht herunterspielen. Ja, das ist ja erst unkorrekt. Das darf man ja überhaupt nicht. Das ist ja streng verboten, dass eine Frau sowas macht. Das geht nicht. Stellen Sie nur vor. So nicht. Ja, also es ist so. Ich habe alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, was immer es war, habe ich mehr oder minder wirklich gern gemacht. Eines ein bisschen weniger gern, eins mehr. Und eigentlich, ich habe nie etwas gemacht, um einen besonderen Gewinn dadurch zu haben. Oder mit dem Ehrgeiz, besser als ich darf niemand sein. Ich habe es so gut ich konnte gemacht. Und wenn es jemand besser gemacht hat, etwas, habe ich gesagt, na ja, er ist eben besser. Nicht? Darf ich fragen, woher Ihre wirklich
tiefe Heiterkeit kommt. War die immer angelegt in Ihnen oder entstand die im Zug der intellektuellen Entwicklung? Was mich wundern würde, bei der Adorno, der ja ein Freund war von Ihnen, ja, ja, war ja kein Scherzkeks, um Himmels Willen, nicht? Nein, also Humor war seine Stärke nicht. Ich gebe es offen zu. Nein. Nein, ach Gott, wissen Sie, mit der Heiterkeit, da ist es so eine Sache. Ich bin gewiss, ich bin irgendwo ein pragmatischer Mensch. Also eins ist mir mal klar. Schauen Sie, was soll ich also heute outen mich und sagen, ich war auch schon schwerst krank. Zweimal in meinem Leben todkrank. Das hat eigentlich in Wien kein Mensch gewusst. Mhm. Weil ich gehöre zu den Leuten, die, das ist nun mal mein Typus, ein rote Wangen zu haben, gesund zu sein, vergnügt zu sein. Und dabei bleibe ich. Verstehen Sie? Und wenn mir was fehlt oder wenn ich in Kulminissen bin, das ist meine Art, damit fertig zu werden. Und halt zu schauen. Aber das ist, macht jeder anders. Es soll um Gottes Willen kein Beispiel sein. Ich wurde später mal gefragt, wie hast du das? Sage ich, das muss jeder für sich wissen. Der eine braucht die Öffentlichkeit, der braucht Stütze, der braucht das, um mit Dingen fertig zu werden. Und ich bin ein Mensch, wenn mir was fehlt, aber schon bei einer besseren Grippe, da lege ich mich ins Bett, roll mich zusammen wie meine seligen Hunde. Also so zusammenrollen, will gar nichts, ich will überhaupt nichts. Ich will, meine Bedienerin soll kommen und einen Tee machen und ich will nichts hören und nichts sehen. Und irgendwann einmal nach alter Methode, ein paar Tage Bettruhe, geht's Fieber herunter, ja, und dann schüttelt man sich und sagt, so, das war's. Und jetzt stehe ich auf und dann sagen die Leute, du schaust aber gut aus. Das sagen sie ja auf jeden Fall nicht, weil sie einem was Nettes sagen, ja, wollen. Ja. Und ich bemühe mich dann gut auszusehen. Sie haben das damals, als es Ihnen wirklich essentiell schlecht ging, existenziell schlecht, in der Einsamkeit bewältigt? Immer. Ich bin nicht so gesellig, wie ich ausschaue. Haben das Sie heißt, da, ich bin es schon, aber ja, ja, es ist ein Teil von mir. Ne? Haben Sie da daran gedacht, dass auch aus sein kann, dass das an den Ultimo geht, oder denkt man sicher, sowas gar nicht? Sicher, mich eigentlich nur damit auseinandergesetzt, mit der Wahrscheinlichkeit. Mit welchem Resultat? Mit dem Resultat, solange geht's, geht's, und man tut alles dazu. Dazu ist man da, mhm, dass man lebt. Man ist nicht dazu da, beim Fenster hinauszuspringen. Und solange es irgendwie geht, muss man es tun. Und das hat auch einen Sinn, nicht? Ja. Ja, sicher. Nein, 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 auch wissen Sie, dass es das Schlimmste ist ja doch, wenn man Menschen verliert, die man liebt. Das ist noch viel schwerer, viel schlimmer, wie wenn man irgendwelche Krebse hat. Das Schlimmste, das ist das Schlimmste. Und das habe ich auch überstanden. Und das ist, ich wundere mich oft selber, was man alles übersteht, aber man übersteht es. Und die bücherlose Zeit? Sie sagen, Sie möchten gern 100 Jahre alt werden, um die bücherlose Zeit zu erleben. Nicht um die bücherlose Zeit zu erleben, um überhaupt zu erleben, wie das geht. Ja, wie geht's denn? Das wird das werden? Das möchte ich ja. Nein, ich möchte ein paar Sachen. Sie wissen, ich habe das ja auch geschrieben. Ja? Was ich mir wirklich wünschen würde, ist grotesk. Aber ich würde mir wünschen, wenn ich genug Geld hätte, ich habe es leider nicht, mir ein Ticket zu kaufen. In Amerika kann man das schon, für einen Flug ins All. Ja. Ich würde mir so wahnsinnig gerne wünschen, um die Welt zu fliegen und die Welt, unsere blaue, wunderbare Welt, also wenn ich diese Bilder sehe, gegen den schwarzen Horizont zu sehen und dann erst dieses Unglaubliche, es ist der einzige Planet, zumindest soweit wir ihn kennen, der eine Farbe hat, das Blaue, das zu sehen, also dafür gebe ich mein Leben. Und ich sage Ihnen, es gibt doch da den Mutterschitz, nicht? Ja, was, den Red Bull? Der Red Bull-Mensch. Ja. Der sucht dich doch immer Leute, die also so waghalsige Dinge machen. Aber sind ihm auch schon runtergefallen von irgendwelchen Felswänden. Ja. Und also, wenn der mir zahlen würde, einen Flug ins All, dann bin ich bereit zu sagen, trinkt Red Bull und ihr könnt fliegen um die Welt. Bin ich zu allem bereit. Das würde ich gern. Das möchte ich noch gern sehen. Und das andere, ich würde mir gerne anschauen, wie Menschen leben, die keine Bücher haben und die nicht lesen. Das würde mich einfach interessieren. Ich meine, sie werden auch leben. Aber wie? Und das würde mich interessieren. Mhm.
bitte, bevor Sie ins All abfliegen, würden Sie noch ein bisschen bei mir bleiben und den Georg Markus rufen wir herein und dann reden wir weiter, ja? Schrecklich. Meine Damen und Herren, Kaiserin Sissi war entgegen anderslautenden Gerüchten mit ihrer Schwiegermutter nicht böse. Dafür war ihr jüngerer Bruder ein bedeutender Arzt. Und Kronprinz Rudolf soll einen aktenkundigen Sohn gehabt haben. Was sich der österreichischen Geschichte sonst noch an Leben, Lieben und Sterben entschürfen lässt, das beschreibt Georg Markus im Buch »Es war ganz anders, ein Porträt zu Beginn«. Es überrascht Sie zu hören, dass Kaiserin Sissi und ihre Schwiegermutter gar nicht verfeindet waren. Und Sie hätten auch nicht vermutet, dass John F. Kennedy vor 75 Jahren an den Wörthersee reiste, in einem Schloss wohnte und mehr Interesse an den Kärntner Dirndln als an der Politik hatte? Dann sollten Sie in Georg Markus Buch »Es war ganz anders« schmökern. Der Schriftsteller und Kolumnist räumt darin mit sämtlichen vorherrschenden Sissi-Mythen auf. Die Werke des in Wien lebenden Bestseller-Autors wurden in viele Sprachen übersetzt. Ein großes Renommee erwarb er sich mit Biografien legendärer Schauspieler wie Hans Moser, Paul Hörbiger und Karl Farkasch. Markus arbeitete sogar eine Zeit lang als Farkasch-Assistent am Wiener Kabarett Simpel. Der 63-Jährige ist mit der Schauspielerin Daniela Dvorak verheiratet und Vater zweier Söhne. Wir freuen uns auf noch mehr Schnurren von Kennedy und Co., des Professors der Austrologie, wie ihn Marcel Pravi nannte. Willkommen, Georg Markus. Georg, servus, schön, dass du servus, da bist. Freue mich auch. Geht's dir gut? Was trinkst du denn, Rotwein oder Rivella? Lass mich nicht begeisterter Seher der Sendung erlesen, war ich immer schon neugierig, was Rivella ist und daher probiere ich das gerne. Gerne, ich habe euch das sagen, keine Ahnung. Die Sehnsucht ist wahrscheinlich der Realität in diesem Fall überlegen, aber ich kann dir das gerne. Ich glaube, es ist kein Alkohol drin, nicht? Aber nicht ein Tropfen, das merkt man auch. Trinkst du gar nichts? Wenig, kaum. Ja, ich bin hier schon auf Wasser gekommen. Ja, hätte ich unter normalen Umständen auch gebeten, aber in dieser Sendung. Jetzt nimmst du Rivella, siehst du, das wird dir wohlbekommen. Ich bin übrigens, wenn ich das gleich eingangs sagen darf, im Gegensatz zu allen dreien der Meinung, dass Rauchverbot ganz gut ist. Warum? Weil ich der vielleicht naiven Hoffnung anheimfalle, dass wenn es nicht schick ist, in schicken Lokalen zu rauchen. Für unsere Generation ist es egal, wenn einer heute raucht, dann raucht er. Aber dass es in späteren Generationen sich einmal auswirken wird, dass man doch nicht oder weniger raucht. Weiß man was, ob der Kronprinz Rudolf geraucht hat? Ist da irgendwas bekannt? Ich glaube, ja. Der hat geraucht. Und wie war das jetzt? Hat der jetzt wirklich einen Sohn gehabt? Ja. Also gut, das ist natürlich eine Frage. Es gibt eine Familie Pachmann in Wien nach wie vor und dieser Familiengeschichte bin ich nachgegangen, eben auch für dieses Buch. Es war ganz anders und es ist so, dass der Kronprinz Rudolf vor seiner Ehe eine Beziehung mit einer Erzherzogin, also einer Verwandten Maria Antonia hatte aus der Toskanerlinie und mit der soll er einen Sohn gehabt haben, der die Mutter ist früh gestorben, bei einer Familie Pachmann in Wien aufgewachsen ist, adoptiert wurde. Und es gibt unglaublich viele Indizien dafür, dass das stimmt. Unter anderem wurde diese Familie Pachmann, die hat das bei Gericht auch erkämpft, die Anerkennung als Habsburger, von drei österreichischen Gerichten, und zwar 1967 bis 1979, anerkannt, dass die dem Haus Habsburg entstammen. Ich allerdings, wir haben ja heute andere Mittel, habe zwei Herrn Pachmann gebeten zu einer DNA-Analyse und habe das mit einem Habsburger, mit einem echten Habsburger vergleichen lassen. Und da hat sich herausgestellt, dass keine Übereinstimmung da ist. Allerdings glaube ich fast, dass der erste Pachmann wirklich, also nach all dem, was ich da recherchiert und geschrieben habe und was Gerichte auch festgestellt haben, dass der erste Pachmann ein Sohn war und dass aber innerhalb der nächsten drei Generationen dann irgendwas passiert ist und daher
heute die Verwandtschaft nicht mehr gegeben. Du hast nicht allenfalls auch eine Exhumierung des alten Urbachmanns erwogen, nicht? Nein, da müsste man den Herrn Flatzelsteiner vielleicht einladen. Ja, der hat ja bitte. Also, hat sich da schon bewährt. Das Interessante am Flatzelsteiner, Entschuldigung, wenn ich da jetzt... Ja, sag. Ist ja, ich habe ja damals das aufgedeckt, diesen Grabraub der Mary Wetscherer. Ja. Aber der Flatzelsteiner, der auch übrigens nicht von keinem Gericht dafür belangt wurde, hat wirklich mit seiner Tat, die man nicht gutheißen kann, erreicht, dass man heute mehr über die Todesursache der Mary Wetscherer weiß. Nämlich, es wurde ja so alles angezweifelt, wie immer in spektakulären Todesfällen, ja, auch bei Marilyn Monroe und Prinzessin Diana und Kennedy. Da kann man noch viel graben, was? Da gibt es viele. Und immerhin weiß man heute, dass die von allen seriösen Historikern angenommene Todesursache, nämlich dass der Kronprinz Rudolf sie erschossen hat, dass die richtig ist. Ja. Weil der Herr Flatzelsteiner hat die Mary Wetscherer, als er sie sozusagen besessen hat in diesen 2 Jahren, mehrfach bei Gerichtsmedizinern untersuchen lassen. Das wäre eine tolle Reality-Serie. Flatzelsteiner ermittelt zuerst die Monroe, dann alle möglichen Pudel, was das zeigt. Könnte man mal überlegen, gell? Sag einmal, und wie war das mit der Schwiegermutter von der Sisi, die angeblich so eine böse Bissgurn war? Du sagst, das war gar nicht so. Also ab den 30er Jahren, da gab es einen wunderbaren Biografen der Elisabeth Conte Corti, und der hat zum ersten Mal... Egon Conte Corti, Egon Cäsar sogar. Ja, also. Am Franziskanerplatz gewohnt. Ja, genau mir gegenüber. Ich schaue fast täglich auf sein Haus. Also der hat in den 30er Jahren die erste große und wichtige Elisabeth und übrigens auch Franz-Josef-Biografie geschrieben und hat also aufgebracht, dass die Elisabeth und ihre Schwiegermutter Sophie so schrecklich verfeindet miteinander waren. Das wurde dann dankbar von den Sissi-Filmen aufgenommen, weil ein Konflikt natürlich immer spannender ist. Als mit der Schwiegermutter überhaupt? Na, überhaupt, ja. Also, und das wurde auch dann von anderen Biografen, namhaften Biografen übernommen. Und dann habe nicht ich, sondern meine Kollegin Gabriele Praschl-Bichler hat Einblick bekommen in die Korrespondenz der Erzherzogin Sophie. Und da ist also alles eitel wonne. Jetzt sag mir aber noch eins. Du warst doch Assistent von Farkas, ist das richtig? Also Assistent ist ein großes Wort. Ich war Mädchen für alles. Ich habe ihn wahnsinnig verehrt. Und war kannte den Maxi Böhm, weil ich mit seinen Kindern befreundet war. Und habe ihn gebeten, ob ich da irgendwie mitarbeiten könnte. Sag mal, du warst der Schames sozusagen. Ich war der Schames, ja. Aber es war eine ganz tolle Zeit für mich. Ich habe da plötzlich Einblick, ich komme aus einer ganz bürgerlichen Familie und habe plötzlich Einblick bekommen ins Theaterleben oder Kabarett und habe den Farkas also wirklich ein Jahr lang aus nächster Nähe erlebt, war mit ihm beim Fernsehen, das erste Mal in meinem Leben in einem Fernsehstudio und habe für ihn eben alle möglichen Dienste gemacht und es war eine tolle Zeit. Sag, weißt du, was ich gar nicht verstehe? Das frage ich vielleicht auch Sie. Dem Farkas hat man seinen wichtigsten Partner, den Fritz Grünbaum, erbärmlich im KZ ums Leben gebracht. Der ist zurückgekommen, hat, man muss es leider so sagen, für die Tätergeneration einen genialen Wurstel gemacht. Wird denn der das auskalten? Hat ihn das nicht gequält? Das gab es doch vielfach. Ja? Das gab es von Emigranten, dass sie zurückgekommen sind und einfach nichts mehr davon wollten hören, von also, nichts. Wenn das nicht so wäre, wäre ich gar nicht auf der Welt. Ja. Meine Eltern waren emigriert und sind zurückgekommen, haben sich erst nach dem Krieg kennengelernt. Also mich gäbe es gar nicht. Natürlich ist das ein Phänomen. Hat der Farkas, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen, ich meine, ich war ein 19-jähriger Bubi, konnte ihn jetzt nicht zur Rede stellen. Aber, und es war auch eine ganz andere Zeit, man hat damals über solche Themen nicht so wie heute leider gesprochen. Nein. Und natürlich hat er darunter gelitten, aber man muss sich auch vorstellen, der Farkas, und wir müssen auch dankbar sein, der Farkas war vor dem Krieg eine einsame Größe, gemeinsam mit Fritz Grünbaum im Kabarett.
Dann war er in Amerika, da war er einer von vielen Emigranten. Und er hatte natürlich die Sehnsucht, wieder diese einmalige Stellung zu haben. Und die hatte er sofort wieder. Es gab es hat keiner gesagt, dass der Farkas sei Jude gewesen. Und das war damals auch die ehemaligen Nazis nicht interessiert. Nach dem alten Loega-Satz, wer ein Jude ist, genau, bestimmt das, so ich. War das. Meine Mutter, ich erzähle das nur kurz, war einmal im Spital vor vielen Jahren. Und da ist neben ihr eine Frau gelegen, die hat gesagt, ach, den Farkas, den habe ich so gern. Nur den Mulia, den Juden, den mag ich nicht. Und das war genau umgekehrt. Also die haben auch dann... Und ich sage deswegen dankbar, weil er hat uns das Kabarett der Zwischenkriegszeit noch einmal oder gerettet, als einziger gezeigt und gerettet. Und wir hätten alle nicht erfahren, wie das war und wie großartig das war. Und er hat uns eine ganz... Also er hat uns etwas Einmaliges und ich habe es wirklich aus nächster Nähe gesehen. Ich habe mir jede Konferenz von ihm in dem Jahr, in dem ich dort gearbeitet habe, bin ich immer ins Publikum gegangen und habe mir das angeschaut. Und das war so einzigartig und auch natürlich die Doppelkonferenz mit Waldbrunn. Waren Sie da bei dieser, ich habe mit ihm auch gemacht, Maria Therese, ja doch mit Denkmal. Da war ich nicht, das kenne ich aber. Das habe ich mit ihm, ich habe mit ihm ein paar Sendungen gemacht. Er hat ja Denkmäler. Ich habe ihn gern gehabt, den Farkas. Ich bin mit ihm wunderbar ausgekommen. Er war groß. Und er hat mich auch gern gehabt. Also er war nicht jedermanns Sache, nicht? Er war nicht einfach, aber wer ist schon einfach, wenn er genial einfach, ist. Und, aber er war, also ich kann auch sehr wirklich gemacht. Nur... rückblickend in allergrößter Hochachtung über ihn sprechen. Helmut, du wolltest was sagen. Ich bin ein begeisterter Georg-Markus-Leser und halte gerade dieses jüngste Werk für besonders interessant, weil ich Sie frage nach einer Theorie, ist nicht alle Geschichte zwingend falsch und braucht solche Korrekturen? Weil wir brauchen ja nur in unser eigenes Leben schauen. Alle Erzählungen, die wir unseren Freunden geben, aus der früheren Zeit, aus der Schulzeit, aus der Hochschulzeit, die sind inzwischen derartig verfeinert worden, sagen wir so, dass sie mit der Wirklichkeit ja praktisch nichts mehr zu tun haben. Aber das hat der Friedel ja gesagt. Generell in der Geschichtsschreibung. Ja. Also ich würde nicht sagen, dass alles falsch ist. Da würde ich mich ja mit einbeziehen. Aber sicherlich, und das war wirklich die Uridee hinter diesem Buch, ist vieles zu korrigieren. Aus verschiedensten Gründen. Erstens, weil man heute andere Zugänge hat, weil man heute auch anders fragen kann, Zeitzeugen, weil es andere Möglichkeiten gibt, weil bewusst verfälscht wurde, natürlich ganz besonders. Also es ist, ich würde sagen, der Großteil nicht falsch, aber ein erheblich, nicht unerheblicher. Aber der Friedel, der erwähnte, ist schon eine Art Vorbild von dir, der sozusagen die Weltgeschichte in der Anekdote ein bisschen näher an die Wahrheit gerückt hat vielleicht. Der Friedel ist für mich ein Gott, also der ist ein ganz großer und ich fühle mich mit ihm wesensverwandt, weil er, also ohne mich jetzt um Gottes Willen in seine Nähe bringen zu wollen, aber er hat großartige historische Werke geschrieben, er hat Kabarett gemacht. Also es ist ein bisschen, ich fühle mich ihm sehr nahe. Nein, der war herrlich. Sag, da habe ich eine Frage an alle eigentlich. Da, liebe Frau Dobisch, ich wollte nur sagen, der Friedel, der kommt sehr drin vor, dass er sagt, Geschichte ist immer subjektiv. Nicht? Und der Vorwurf, den man ihm ja gemacht hat, ist kein richtiger Historiker, er ist nicht objektiv. Und er hat gesagt, das gibt's nicht. Ja. Jeder ist subjektiv. Und das ist er natürlich. Ich habe vom Friedel diese wunderbare, die besitze ich, diese herrliche, kennen Sie das? Nach dem 65. Geburtstag oder 50. Geburtstag, was er verschickt hat. Das ist wunderbar. Ich glaub, ja. Als Karte von allen Glückwünschen hat mich der Ihre meisten gefreut. Hat er auch nein, der Friedel ist ein einziger Born. Ich habe eine Karte, die er dem Buschbeck geschrieben hat. Das beiliegende Mädchen empfehle ich dir wegen einem Engagement. Nein, ein Mann von unendlichem Humor. Es ist interessant, der George Tabori, als der aus Wien weggegangen ist, hat er mir geschrieben, du warst der Beste von allen. Ich bin draufgekommen, hat er den Pol vom Standard genauso geschrieben wie noch vier andere. Ich danke euch, meine Lieben. Eine fantastische Runde.
Jetzt sagen wir die Sendung ab. Meine Damen und Herren, damit sind wir schon wieder fast am Ende. Ich schulde Ihnen noch meinen persönlichen Literaturtipp abseits des Neuerscheinungsgetöses. Ich empfehle Ihnen den ersten surrealistischen Roman der Literaturgeschichte, 18. Jahrhundert, Tristram Shandy von Lawrence Stern. Ein Exzentriker erzählt da seine Lebensgeschichte, aber er kommt kaum über seine Geburt hinaus, weil er sich in aberhunderten Subgeschichten und Betrachtungen verliert. Und jede davon ist aber wieder ein in sich geschlossenes Meisterwerk. Lassen Sie sich Zeit damit, es ist sehr dick. Lesen Sie sich ein, es lohnt sich. Nun, zu Lawrence Stern gibt es keine Quizfrage, die ich Ihnen zumuten könnte. Ich habe lang nachgedacht. Ich forsche daher nach einem seiner etwas älteren Zeitgenossen, einem heute als Kinderbuchautor missverstandenen englischen Satiriker. In seinem berühmtesten gesellschaftskritischen Roman beschreibt er die Abenteuer eines unter anderem zu den Riesen und den Zwergen verschlagenen Schiffbrüchigen. Und wie heißt der Autor, wie heißt das Buch? Unter den richtigen Einsendern verlosen wir einen signierten Druck des Porträts, das Oskar Stocker von Helmut Ganzterer gefertigt hat. Und das war's. Kommen Sie wieder, bleiben Sie Leser. Danke, meine Lieben.